Und damit herzlich willkommen zurück zu einem neuen Abenteuer hier in der Welt von Final Fantasy XIV. Ja, wir sind wieder oder immer noch als Revolverklinge unterwegs. Und in der letzten Folge haben wir ja beim unseren Meister ein paar alte Wunden aufgerissen. Deshalb ist auch nur Sophie hier. Und ich bin sicher, sie macht sich gerade wahnsinnige Sorgen. Sophie blickt sich sichtlich ungeduldig um. Alte Wunden. Hallo Tara, von der Alaude ist weit und breit nichts zu sehen. Ich vermute, dass sie ihre Verfolgungsjagd abgeblasen haben und nach Gallemai zurückgekehrt sind. Aber der alte Mann lässt sich immer noch nicht blicken. Wo treibst du dich bloß rum, du alter Kauz? Wenn er nicht bald auftaucht, müssen du und ich uns wohl selbst um unsere nächste Aufgabe kümmern. Hören wir uns doch mal bei den Ishgardern Freibriefen um, ob es etwas für uns zu tun gibt. Also, auf zu den Ishgarder Freibriefen. Bis gleich. Und Sophie, gibt es irgendeinen interessanten Auftrag für uns? Offensichtlich gibt es einen ganz frischen Auftrag für eine Eskorte. Der Auftraggeber scheint sehr diskret vorzugehen und hüllt sich in Anonymität. Der Treffpunkt ist außerhalb der Stadt, bei den Zwillingsteichen im westlichen Hochland von Kortas. Das riecht nach einem weiteren dicken Fang, meinst du nicht? Komm, gehen wir gleich los. Das Alterchen mag nicht hier sein, aber du und ich machen das doch mit links. Okay, also wo müssen wir da hin? Zwillingsteiche. So, und damit sind wir jetzt auch im westlichen Kortas in der Nähe der Zwillingsbrunnen. Und da unten ist ja auch schon unser anonymer Auftraggeber. So, komm, Pummelchen. Okay. Lieber anonymer Auftraggeber, wer seid ihr? Ihr seid also die berühmten Leibwächer, sieh an. Die Gerüchte scheinen also alle wahr zu sein. Dem ersten Eindruck nach wirkt ihr tatsächlich mehr als fähig. Dann erlaubt mir, euch die Person vorzustellen, die euren Schutz bedarf. Sie hält sich gleich dort hinten verborgen. Oh oh. Was geht hier vor? Ich kann mich nicht bewegen. Das liegt an der Magitek-Fessel zu deinen Füßen, meine Liebe. In den Gefängnissen der Galäischen Kaiserreich setzen wir sie gern für besonders aufmüffige Häftlinge ein. Egal, wie sehr du zappelst und dich bewindest, ein Entkommen gibt es nicht. Aber entschuldigt meine Unhöflichkeit. Gestattet, mein Name ist Vitus K. Mesella, Centurio der Laude. Ihr wisst ja bereits, dass man uns mit dem Attentat auf Cato Non Manuela betraut hat. Aber den derart kleinen Fisch bin ich gerade, an der kleinen Fische bin ich gerade nicht interessiert. Stattdessen wende ich mich lieber der Heldin von Erzoa zu. Ein köstlicher Fang, der mich im Handumdrehen wieder zum Blius Prior macht, mindestens. Wenn nicht sogar zu einem Legatus. Vintus Van Mesal, ach, das klingt doch viel besser. Und dazu muss ich lediglich dein Leben ein Ende setzen, große Heldin. Für letzte Worte haben wir leider keine Zeit. Alterchen, wo hast du die ganze Zeit gesteckt? Entschuldigt, Freunde. Ich war den Erlaudern die ganze Zeit auf der Spur, um herauszufinden, wie ich sie besiegen kann. Dadurch erfuhr ich, dass du ihr eigentliches Ziel bist, Tara. Wen haben wir denn da? Dein Gesicht würde ich doch unter Tausenden erkennen, Gefangener Nummer 1441. Mir ist nichts, dir nichts auszubrechen. Was? Mir nichts, dir nichts auszubrechen, nachdem du dich uns nicht anschließen wolltest. Du warst entsetzlich ungehorsam, Keterchen. Vitus, glaub nicht, dass ich mich aus diesem Wiedersehen nicht vorbereitet hätte.
Mir ist bei dem letzten Zusammenstoß mit deinen Soldaten etwas aufgefallen. Deine ganze Einheit trägt das gleiche Magitek-Halsband, mit dem du mich jahrelang gepeinigt hast. Fürchtest du Rebellion? Fahnenflucht? Ich bat Kato um einen funktionstüchtigen Transmitter für genau diese Halsbänder, von denen du so besessen bist. Es überrascht mich nicht, dass du deinen Untergebenen wie abgerichtete Hunde behandelst, Vitus. Der hat auch eine coole Gunblade. Sie sind Hunde. Gehorchen sie nicht mehr, habe ich auch keine Verwendung mehr für sie. Was hast du erwartet, Gefangener Nummer 1441? Dass mich das auffällt? Mach dich nicht lächerlich. Glaubst du wirklich, dass es ihre Unterstützung bedarf, um mit euch fertig zu werden? Als wäre ich allein nicht mehr als genug. Was auch immer du tust, tu es mit ganzer Kraft, sagt man, nicht wahr? Und meine Kraft habe ich gänzlich darauf konfrontiert, eure Heldin effektvoll in Stücke zu reißen. Aber jetzt läuft es wohl lediglich auf eine dicke Konfrontation hinaus. Bedauerlich. Na komm, zeig mir, was das Spielzeug in deiner Hand ausrichten kann. Ist es überhaupt scharf? Liebend gern gebe ich dir eine Kostprobe einer echten Revolverklinge. Vitus, ich werde nicht zulassen, dass der Heldin von Erosor auch nur ein einziges Haar gekrümmt wird. Das klingt zwar mächtig eindrucksvoll, aber gegen diesen Feind komme ich nicht alleine an. Tara, Sophie, steht mir zur Seite! Besiege Vitus mit vereinten Kräften. Genau das haben wir vor. So. Ich glaube, du tankst, Redavan. Aber keine Angst. Deine kleinen Freunde werden dir deinen Schmerz halt. Egal. Tara, sehe dich vor. Dieser Mann ist kein gewöhnlicher Soldat. Machen wir eigentlich nur Damage auf den, oder? Oh. Ich greife den mal von hinten an. Ups, da müssen wir. Was? Warum? Was? Was ist jetzt schiefgegangen? Dich nehmen wir. Ja. Also, keine Ahnung, warum ich jetzt gerade draufgegangen bin. Wir haben doch alle gut gesteckt. Hm.
So, jetzt kommt wieder die Stelle. Okay. Wir stacken. Also die Mechaniken sind mir alle bekannt. Ich weiß nur nicht, warum ich vorher gestorben bin. Oder habe ich nicht richtig mit denen gesteckt? Also wahrscheinlich muss ich auch noch vorher ein Schild anwerfen oder so, weil... Gut, dass ich mittlerweile gelernt habe, wie man springt. Das Skill habe ich total außen vor gelassen bisher. Autsch. Du bist viel aufregender, als ich es je träumen gewagt hatte. Nun denn, dieser Dreckskerl versucht... Vorsicht, er führt etwas im Schilde. Er vergrößert die Barriere, Sophie. Ohne dich schaffen wir das nicht. Aber sicher, einmal so viel Magie kommt sofort. Oh. Ist alle Magie schon verbraucht? Entschuldige, Tara. Bist jetzt in der letzten meiner Magie. Okay, voll geladen. Wie konnte ich ihr dem standhalten? Das kann doch unmöglich. Tara, du bist doch noch bei Kräften. Du und deine Waffe. Zeig dem Unhold, was eine Revolverklinge ausmacht. Okay, ich glaube, das war der falsche Skill jetzt gerade. Nein, ich bin tot, ich bin tot, scheiße, 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 ich krieg keine Heilung. Ah, ich bin tot, ich bin tot, ich bin tot. Heil mich, heil mich, heil. Okay, doch vielleicht. Das war der falsche Skill. Den wollte ich eigentlich nehmen. Oh, 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 oh. Da gehen wir mal hin. Autsch. Wie lange willst du das? Okay, das war das Unvermeidbare. So, okay. Wir sind wieder bei dem Kampf. Allerdings springe ich jetzt vor bis zu der Stelle, wo die beiden aus dem Ring fliegen. So, da sind wir wieder. Und gleich werden unsere beiden Unterstützer hier aus dem Ring fliegen. Und wir müssen uns ganz alleine gegen Vitus
erwehren. Aber bis das soweit ist, sehen wir nochmal einmal diese tolle Zwischensequenz. So. Wie könnt ihr den Stand halten? Das kann doch unmöglich. So, aber jetzt müssen wir uns alleine gegen erwehren. Autsch. Eieiei. So, hier hin. Nein. Ah, das war knapp. Das habe ich letztes Mal über dich überlebt. Brauche ich hier ein bisschen mehr Heilung, bitte. Nein, warum ich jetzt? Ah! So, und wieder an der Stelle, wo wir gleich ihm alleine gegenüberstehen müssen. Und vielleicht klappt es diesmal ein bisschen besser. Als Info, ich habe es diesmal auf sehr leicht eingestellt. Ich habe wahrscheinlich einfach noch nicht das gescheite Equipment dafür. Und ich bin einfach schlecht als Tank. So, jetzt werde ich noch mal einmal voll geheilt. So. Immer schön meine Schilde oben haben. Okay, jetzt kommt der Angriff. Okay, den bin ich auch aus dem Weg gegangen. Und ich kann meinen Nebula wieder zünden. Oder was auch immer das ist. Damit mache ich wieder ein bisschen weniger Schaden. Nicht weniger Schaden. Nehme ich weniger Schaden.
So, bald habe ich ihn. Jetzt kommt noch mal ein ekliges Teil. So, jetzt müsste ich mich aber gleich haben. Ich hab dich. Boah, schwere Geburt und das auch auf noch leicht. Du und deine Waffe schafft regelrechte Kunst auf dem Schlachtfeld. Tara, eine wahre Revolverklinge. Ich muss mich noch einmal dafür entschuldigen, dass ich einfach so spurlos verschwunden bin. Es tut mir echt ehrlich leid. Einfach so einen derart wichtigen Auftrag sausen zu lassen, das lasse ich dich so schnell nicht vergessen. Was hast du die ganze Zeit über getrieben? Sag mal. Um die Wahrheit zu sagen, wanderte ich ziellos umher, nachdem mich Tara vor meinen fürchterlichen Fehler bewahrt hat. In Gedanken versunken trugen mich meine Füße zu einer Klippe. Von dort oben sah ich Vitus und seine Alaude. Sie hätten euch umzingeln können, taten es aber nicht. Was machte mich misstrauisch und ich beschloss, ihnen zu folgen. Ich gab vor, mich einsam zurückzuziehen, aber tatsächlich haftete ich mich an ihre Fersen. So fand ich heraus, dass es Vitus mit einem Mal auf Tara abgesehen hatte. Mir war aber schmerzlich bewusst, dass wir nicht gegen Vitus und seine ganze Einheit ankommen könnten. Also bat ich Kato um einen Magitech-Transmitter, der die Halsbänder seiner Soldaten steuern kann. Ich muss unbedingt verhindern, dass Vitus auch nur den Hauch einer Ahnung dieses Planes bekommt. Also habe ich euch nicht kontaktiert und ihn allein in die Tat umgesetzt. Der Bau des Transmitters dauerte eine ganze Weile und ich bin unsagbar erleichtert, dass ich nicht zu spät kam. Kaum zu glauben. Ich dachte ehrlich, dass du dich geschlagen in irgendeinem Loch verzogen hast, um dich in Reue und Schuldgefühl zu begraben. Es ist nicht so, dass ich das nicht getan hätte. Mein Verhalten war so schändlich, ich konnte Tara nicht unter die Augen treten. Aber ich musste mich überwinden, euretwillen, Tara. Tara, ich will dir noch einmal danken, dass du mich an den wahren Vater Revolverklinge erinnert hast, als ich ihm vor Hass und Rache aus den Augen verloren hatte. Und damit wären auch die Aulade zerschlagen. Wir sollten Kato die guten Neuigkeiten überbringen. Ja, dann zurück nach Ishgard. So, ich gehe, glaube ich, mal davon aus, dass ihr Gato schon die gute Nachricht erzählt habt. Ich danke euch für die Zerschlagung der Laude. Es hat mich einiges an Zeit gekostet, die Frequenz der Magitech-Halsbänder zu entschlüsseln. Aber mir scheint, ich bin gerade noch rechtzeitig fertig geworden. Kato,
Ohne deine schnelle Hilfe hätte ich Sophie und Tara niemals retten können. Hätten wir Vito-Soldaten nicht ausschalten vermocht, wären wir hoffnungslos überrannt worden. Ich kann dir nicht genug für das danken, was du für uns getan hast. Aber nicht doch, es ist mir eine Ehre, euch mit meinem Können unterstützen zu dürfen, wirklich. Dann kann ich mich ja jetzt beruhigt den Erdheim-Halskörpern für Ishgard zuwenden. Mein ganzes Wissen wird von nun an dem Wohl der hiesigen Bevölkerung dienen. Nun, Tara, du bist eine ausgezeichnete Revolverklinge, zu einer ausgezeichneten Revolverklinge erblüht. Ich könnte stolzer nicht sein. Meine Heimat, die Busia-Zitadelle, mag zerstört sein. Und auch von meiner Familie bin nur noch ich übrig. Aber die Revolverklingen leben weiter. Und das habe ich dir zu verdanken. Du müsst mir nicht mehr bei irgendwelchen Eskorten oder Gleitschutzaufträgen zur Seite stehen. Wir haben dich ja auch quer durch Erosea geschleppt, hm? Du hast sicher andere Verpflichtungen, um die du dich kümmern musst. Ich habe nur noch eine letzte Bitte an dich, Tara. Ich hörte von einer Siedlung, in der Abenteurer von allerlei Orten zusammenkommen. Geisterzoll nennt man sie. Dort will ich nach neuen Revolverklingen suchen, die deinen Platz an meiner Seite einnehmen und unsere uralte Kampfkunst in die Zukunft tragen können. Die Welt braucht immer fähige Leibwächter. Würdest du mich wohl mit dieser Stadt bekannt machen? Gerne. So, also das hier ist Geisterzoll und ich bin sicher, du findest die Taverne da drin vor allem ganz toll, Radovan. Mein wärmsten Dank für das Geleit nach Geisterzoll. Wir werden Sophie und ich unser neues Leben beginnen. Auf den ersten Blick sehe ich zwar niemanden, der so ein vielversprechendes Talent zu sein scheint wie du, aber das ist auch eine sehr hohe Messlatte. Was für ein wunderbarer Ort, voller Leben und Abenteurer wie wir. Man kann gar nicht anders, als sich sofort zu Hause zu fühlen. Und tolle Läden gibt es hier auch. Du bist jetzt meine offizielle Nachfolgerin, Tara. Es ehrt mich, dich zu den Revolverklingen zählen zu dürfen. Erlaube mir, dir noch ein paar Worte mit auf den Weg zu geben. Die alten Alager und das Galäische Kaiserreich haben unsere Kampfkunst geraubt und mit ihr unzählige Leben unterdrückt und ausgelöscht. Das ist nicht, wer wir sind. Wir sind Beschützer, Tara. Bist du zu unserem letzten Atemzug. Setze deine Fähigkeiten stets zum Schutz anderer ein. Meine Familie hat das Vermächtnis der Revolverklingen seit Jahrhunderten behütet. Das Verbot, unser Können einem Außenstehenden anzuvertrauen, ist aus der Furcht vor Missbrauch geboren. Eben jenen, mit denen die Alager und die Galera unsere Tradition befleckt haben. Aber als ich dich zum ersten Mal sah und dich so tapfer zwischen uns und den Wegelagern gestellt hast, da wusste ich, dass dieses Wissen bei dir in guten Händen ist. Das bewies jede Geleitschutz und jede Eskorte, die wir gemeinsam beschritten. Du bist eine wahre Revolverklinge, mit Herz und Blut. Ich zweifle nicht daran, dass du und deine Waffe unzählige Leben schützen werden. Und ich krieg einen neuen Skill. Dein Mut hat den Bund deiner Revolverklinge gestärkt. Triggerfolge. Damit endet das erste Kapitel der Revolverklingen-Auftragsreihe. Um die nächste Auftragsreihe zu beginnen, müssen die folgenden Voraussetzungen erfüllt sein. Die Shadowbringers Hauptszenario-Quest ist erfüllt. Ja. Die Rollenauftragsreihe für Verteidiger ist abgeschlossen. Nein, die werden wir als nächstes als Revolverklinge angehen. Allerdings davor werde ich noch ein paar andere Jobquests abschließen. Das kann ich schon mal verraten. Wenn die Voraussetzungen erfüllt sind, kann die Auftragsreihe für Räuberklingen bei Redovan fortgesetzt werden. So, damit haben wir mit wackeren Herzen 1 geschafft. Und ja, wir werden jetzt hier das beenden. Ich sage vielen Dank an meine Kanalmitglieder und in der nächsten Folge gehen wir zurück zu den Tänzern und schließen dort die Level 80er Quest ab. Bis dahin sage ich danke, dass ihr zugeschaut habt und wir sehen, hören und spielen uns dann beim nächsten Mal. Macht's gut und ciao, ciao.